Uttanasana ist eine Stellung, die in klassischen Texten erwähnt wird, aber dort nicht genau beschrieben wird. Uttanasana kann die sitzende Vorwärtsbeuge sein. Uttanasana ist aber auch die Bezeichnung für eine Gruppe von Asanas. Rafaela zeigt zunächst Paschimottanasana, das heißt die sitzende Vorwärtsbeuge. Strecke die Beine nach vorne aus, einatmen, hebe die Arme hoch und beuge dich nach vorne, fasse mit den Händen um die Füße. Tana heißt ja strecken und dehnen und im Grunde genommen könnte man sagen, die Paschimottanasana ist die Dehnübung im Yoga schlechthin. In dieser Stellung wird der Rücken gedehnt, wird die Wirbelsäule lang gemacht, die Beine werden gedehnt. Uttanasana als Bezeichnung einer Gruppe von Asanas. Wenn wir die Asanas sehen, gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt Uttanasana, da sind die Dehnübungen. Dazu gehören die Vorwärtsbeugen, wie die sitzende Vorwärtsbeuge, Paschimottanasana. Dazu gehört auch Kuramasana, die Schildkröte, die Rafaela jetzt gleich macht. Dazu gehören dann auch noch Yoga Nidrasana, die Rafaela danach macht. Dann gehören auch die Rückbeugen dazu, welche die dehnen in eine andere Richtung, wie Cobra und Bogen und letztlich auch Fisch und so weiter. Also Uttanasana sind die Dehnübungen. Rafaela macht jetzt einfach einige Vor- und Rückbeugen. Man dehnt sich nach vorne oder nach hinten. Als zweite Gruppe von Asanas, neben den Dehnübungen, gibt es die Drehungen, die manchmal auch als Parivrittasana bezeichnet werden. Und als dritte Übungsgruppe gibt es die Sitzstellungen, also die Dhyanasanas, die Meditationsstellungen. Und als viertes gibt es dann die Gleichgewichtsübungen, Übungen, wo man sich bemüht, das Gleichgewicht zu halten. Man könnte dann auch noch als fünfte Gruppe der Asanas die Stärkungsübungen bezeichnen, die besonders intensiv Muskelkraft fördern. Und so gibt es verschiedene Weisen, Asanas in Gruppen einzuteilen. Uttanasana wäre also zum einen die Vorwärtsbeuge im Sitzen und auch die Vorwärtsbeuge im Stehen. Oder die Bezeichnung einer ganzen Gruppe von Asanas, nämlich die Dehn-Asanas.